Hey Leute und herzlich willkommen zu einem Fehlervideo. Und heute zeige ich euch zwei Fehler vom Disney Channel. Und kurz nebenbei, ich mag eigentlich Disney Channel, also nichts gegen Disney Channel. Aber los geht's. Als Liv zu einer Tribüne gehen musste, dass ihn von der Frau also gesagt wurde, war Maddie sehr traurig, weil Liv ihr eigentlich schon was versprochen hatte. Maddie versuchte dann allein anzutreten, aber das schaffte sie nicht. Dann wollte doch nochmal Liv mitmachen, doch sie klemmte sich mit ihren Haaren fest. Und sobald hat sie sich entschieden, ja, sie hat sich entschieden, dann ihre Haare dann selbst abzuschneiden mit einer Schere. Und ja, dass sie dann auch gemacht hatte. So sah dann ihre Frisur dann so aus. Als das dann Liv gewann, musste sie dann sofort zum roten Teppich rübergehen. Dann hatte sie sich dann ganz kurz gezeigt. Denkt an die Haare von ihr, die fast kaputt sind. Also zerstört sind. Hier sieht man, dass ihre Haare irgendwie doch nicht so zerstört sind. Ja, hier sieht man, dass, ja, ihre Haare sind anscheinend doch nicht zerstört. Anscheinend macht dieses Ding ihre Haare neu. Und anscheinend sieht man dann nichts, dass so ein großen Buckelhaar dann ausstellen würde. Das war der erste Fehler im Disney Channel. Der zweite Fehler kam aus Casey Undercover. Als sich Casey Undercover hier verkleidet hatte, als ein Polizist, hatte sie einen Auftrag, jemanden, der sich versteckt hatte, ihn von seinem Versteck rauszuholen. Sie holte diesen Jungen raus und ging halt zu den Leuten. Ja, eine Typ wurde dann wütend und hat sich dann gegen sie angelegt. Schaut auf das Gesicht, es hat also von er, sie hat keine Schminke drauf. Aber hier sieht man, dass sie dann anscheinend doch Schminke drauf hat. An den Augen. Wie man hier sieht. Das war der zweite Fehler aus dem Disney Channel und das war's und tschüss.